Der erste hart erkämpfte Meilenstein der Gleichberechtigung wurde 1918 gelegt. Frauen wird das aktive und passive Wahlrecht eingeräumt. Dank der vier Mütter des Grundgesetzes wurde 1949 endlich der Satz „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ ins Grundgesetz mit aufgenommen. 1980 verabschiedete der Bundestag das Gesetz über die Gleichbehandlung von Frauen und Männern am Arbeitsplatz, nachdem Arbeitnehmerinnen auf gleichen Lohn klagten und gewannen. 1985 trat das internationale Abkommen CEDAW in Kraft. Es verpflichtet zur rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung und verbietet jegliche Form der Diskriminierung. Da die vollkommene Gleichberechtigung noch lange nicht erreicht war, wurde 1994 Artikel 3 abermals erweitert. Nach 8 männlichen Vorgängern wird Angela Merkel im November 2005 die erste Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. 2016 wird basierend auf dem Gesetz von 2015 die Frauenquote für Führungspositionen und die Managementebene eingeführt. Die 2017 eingeführte Ehe für alle gilt als Erfolg im jahrzehntelangen Kampf für die Gleichberechtigung der LGBTQI+-Community. Viel haben wir erreicht. Jedoch sind wir noch lange nicht am Ziel. Du kannst die Zukunft mitbestimmen.